Das Thema heute lautet ganz bewusst zum Anfang dieses Jahres: Freue dich, du hast allen Grund dazu. Und ich möchte euch gleich gerne drei Punkte mitgeben, einfach so für auf dem Weg dieses Jahres. Das habe ich in der Bibel meiner Mutter gefunden, es war so auf einem kleinen Zettel, ist rausgefallen. Und da hat sie hingeschrieben: Ich gehöre Jesus, ich folge Jesus und ich diene Jesus. Nein, ich erwarte Jesus. Ich gehöre Jesus, ich folge Jesus und ich erwarte Jesus. Diese drei Punkte. Und jetzt heißt es schon in ihrem Leben: Und ich sehe Jesus. Sie ist schon beim Herrn. Was für ein Geschenk. Und deswegen freue dich, du hast allen Grund dazu. Wir leben in einer sehr unsicheren Zeit, in einer Zeit, wo man nicht weiß, was kommt morgen. Eine schwierige Weltlage, vielleicht nicht eine einfache Familiensituation, vielleicht sind da Krankheitsnöte und andere Dinge. Und doch haben wir allen Grund, uns zu freuen. Und deswegen auch, vielleicht kannst du noch mal einblenden, der Jahresspruch. Einfach dieser Spruch ganz bewusst, da heißt es: Der Herr, er ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne, er wird still sein in seiner Liebe, er wird über dich jubelnd frohlocken. Das dürfen wir ganz persönlich für uns in Anspruch nehmen. Ihr habt alle die Kinder gesehen und wenn die Kinder, wenn sie lachen, da geht einem doch das Herz auf, also mir geht es so. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn ein Kind so frei und fröhlich lacht. Das steckt an, es ist befreiend, wohltuend. Und wenn Kinder so fröhlich lachen, kommt das aus einem unbeschwerten, aus einem fröhlichen Herzen, aus einem Herzen, das frei ist von Sorgen. Aus einem Herzen, das sich geborgen fühlt, wohlfühlt. Und wisst ihr, als unser himmlischer Vater uns einlädt, als seine Kinder uns bei ihm wohlzufühlen. Der Herr Jesus sagt zu uns in Matthäus 18, Vers 3, da sagt er zu uns: Wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wisst ihr, das Schöne ist, wir dürfen ganz kindlich zu unserem Vater kommen. Wir dürfen voller Vertrauen auf ihn schauen. Wir dürfen mit Jesus an der Hand gehen, auch durch dieses neue Jahr. Und deswegen unsere Jahreslosung: Der Herr, dein Gott, er ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Und deswegen, weil das so ist, haben wir allen Grund, uns zu freuen. Du kannst den Vers stehen lassen, kann gerade da bleiben. Wunderbar, vielen Dank. Wisst ihr, das Schöne ist, ich habe schon gesagt, wenn wir in die Welt hineinschauen, da muss man einfach erschrecken. Aber wir wollen uns ganz bewusst an Jesu Hand durch dieses neue Jahr bewegen. Er ist da, wir haben gelesen, der Herr, dein Gott, ist er auch dein ganz persönlicher Heiland? Dann hält er dich an deiner Hand. Dann bringt er dich durch dieses neue Jahr. Dann hält er dich fest, er wird dich nie loslassen. Und dann heißt es da, er ist nicht ferne. Nein, er ist in unserer Mitte. Und wenn du sein Kind bist, dann wohnt er sogar durch deinen Heiligen Geist in deinem Herzen. Er ist ein Held, der rettet. Und all das ist doch Grund zur Freude. Den Gläubigen in Thessalonich, da schreibt der Apostel Paulus, und die gingen durch viele Nöte. Da schreibt er, mitten in diese Nöte hinein, schreibt der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 16: Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes für euch in Jesus Christus. Wisst ihr, wenn wir an Jesu Hand durch das Leben gehen, da können wir gleich einem Paul Gerhardt, der lebt im 30-jährigen Krieg, hat viel Not gesehen. Die Pest hat gewütet in Europa. Sein eigenes Heimatdorf wurde dem Erdboden gleichgemacht. Und doch dann sagt dieser Mann, Paul Gerhardt, er dichtet unter anderem folgendes Kirchenlied: Sollte ich meinem Gott nicht singen?
sollte ich ihm nicht dankbar sein? Denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint. Das ist unser Gott, der uns an unsere Hand genommen hat. Menschen, die ganz bewusst ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, die dürfen erfahren, auch in den Nöten, Jesus ist da. Er hat alles im Griff. Nichts entgleitet seiner Kontrolle. Und wisst ihr, wenn wir unser Leben anschauen, was wir alles haben in Jesus Christus, da haben wir mehr als genug Grund, uns zu freuen. Ich darf mich freuen, wisst ihr weswegen? Weil ich ein Kind Gottes bin und weil ich erlöst bin durch das teure Blut des Lammes. Der Grund meiner Freude und unserer Freude ist doch die, dass unsere Schuld bezahlt ist. Unsere Sünde ist vergeben. Unsere Vergehungen, die sind abgewaschen. Unsere Vergangenheit bereinigt. Der David, er sagt es im Alten Testament und der Apostel Paulus, er wiederholt das im Römerbrief. Da sagt er in Römer 4, Vers 8, wie gut hat es der Mensch, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Was für ein Geschenk. Das ist doch Grund zur Freude. Ich darf mich freuen. Jesus hat mir meine Schuld vergeben. Sein Blut am Kreuz von Golgatha floss für mich. Die Sündenketten, mit denen ich gefangen war, die sind zerrissen und zwar ein für alle Mal. Er hat mich freigekauft vom Sklavenmarkt der Sünde. Der Herr Jesus, er hat mich erlöst. Und zwar von Sünde, Tod und Teufel. Der Preis meiner, deiner, unserer Erlösung wurde bezahlt am Kreuz. Ist das nicht Grund zur Freude? Denn in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. So sagt es uns die Bibel. Wisst ihr, deswegen dürfen wir uns freuen, weil wir Jesus gehören. Ich bin herausgerissen worden aus dem Reich Satans, herausgerissen aus dem Verderben, herausgerissen aus dem Schlund der Hölle, herausgerissen aus der ewigen Verlorenheit. Und der Herr Jesus hat mich versetzt und wenn du sein Kind bist, hat er auch dich versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. In Kolosser 1, Vers 13, da lesen wir, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Was für ein Wechsel, was für ein Unterschied. Und deswegen, wir haben allen Grund, uns zu freuen. Waren wir vorher beherrscht von der Sünde, ausgeliefert den Mächten der Bosheit, gefangen. Jetzt gehören wir Jesus. Jetzt folgen wir Jesus. Jetzt erwarten wir Jesus. Wir gehören zu seiner Familie. Der Prophet Jesaja, er sagte schon im Alten Testament, sagte Folgendes. In Jesaja 61, Vers 10, da sagt der Prophet, freuen will ich mich, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. Und er hat mir den Mantel der Gerechtigkeit umgetan. Ist das nicht Grund zur Freude? Wir lassen uns so oft beherrschen von den Dingen des Alltags und so wenig von dem, was wir haben in Jesus Christus. Wir dürfen uns freuen, denn er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, damit er uns zu seinen Kindern machen kann. Wir dürfen uns freuen, weil der Herr Jesus mich hält und trägt. Der Herr Jesus hat verheißen, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. In Johannes 10, Vers 28 sagt der Herr Jesus, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden niemals verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir mögen durch Tiefen gehen. Und Tiefen gehören zu unserem menschlichen Sein dazu. Und dennoch, der Herr Jesus hat verheißen, dass er uns nie loslässt. Er hält mich, er trägt mich, er bringt mich ans Ziel.
als der noch junge Salomo den Auftrag bekommt von seinem Vater, einen zukünftigen Tempel zu bauen. Ich denke mir, dass diesem Salomo das Herz in die Hosen gerutscht ist. Und da kommt dieser David, dieser alte Mann. Und es ist für mich auch so ein Vorbild, sind wir auch solche Ermutiger für unsere Kinder. Da kommt dieser alte David und er sagt zu dem jungen Salomo, der vor einer großen Aufgabe stand. Da sagt er zu ihm in 1. Chroniker 28, Vers 20, sei stark und sei mutig und handle. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen, denn der Herr, dein Gott, mein Gott, wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Was für ein Geschenk, wenn wir solche Väter haben, die den Kindern Mut machen, es mit Jesus zu wagen. Freue dich, du darfst Gottes Kind sein und er, der lebendige Gott, er ruft dir zu. Ich werde dich nicht vergessen und ich werde dich nicht und niemals im Stich lassen. Hebräer 13, Vers 5. Ist das nicht Grund, uns zu freuen und froh und getrost durch das Leben zu gehen? In einer anderen Bibelstelle in Hebräer 13, Vers 6, da lesen wir, denn der Herr, er ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Der Herr Jesus, der das ganze Universum trägt, ja zusammenhält, wird er nicht auch dann mit deinem Leben fertig? Deine Probleme sind ihm nicht zu groß. Deine Nöte erkennt sie. Ich kann mich gut an eine Aussendungsfeier einer Missionarin erinnern. Ich war eingeladen zu dieser Aussendungsfeier. Und diese Missionarin ging das erste Mal aufs Missionsfeld. Sie wusste nicht, was kommt. Und dann haben ihre Freunde haben ihr so einen Abschiedsabend gemacht in einem Gottesdienst und haben dann ein großes Seil gespannt am Boden. Und auf der einen Seite standen einige Freunde und auf der anderen Seite standen wieder andere Freunde. Und jeder dieser Freunde hatte einen Namen oder ein Schild. Und auf dem einen Schild stand Not, Anfechtung, Probleme, Einsamkeit, Traurigkeit, negative Erfahrungen. Und auf der anderen Seite standen wieder schöne Dinge, Erfahrungen, die positiv sind, Gebetserhörungen, herrliche Momente mit dem Herrn. Und jedes Mal, wenn dann ein negativer Aspekt aufgelistet wurde, wurde das Seil auf die negative Seite gezogen. Und wenn dann ein positiver Aspekt genannt wurde, wurde das Seil auf die positive Seite gezogen. So ging es immer hin und her. Und am Schluss war da jemand ganz am Ende des Seiles. Und er trug den Namen Jesus. Und der hatte das Seil mit seinen Händen festgehalten. Ist es nicht auch so in unserem Leben, wir werden hin und her gezogen von Zweifeln, Ängsten, Fragen. Wir haben Einsamkeit, Nöte, wir haben aber auch wunderbare positive Erfahrungen in unserem Leben. Und das Schönste ist, in alledem, Jesus Christus hält das Seil unseres Lebens fest. Es wird ihm nie aus den Händen gleiten. Er trägt, er hält, er führt. Die Bibel sagt uns in Jesaja 46, Vers 4, denn bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis ihr grau geworden seid, will ich euch als Last tragen. Er trägt uns, er hält uns. Der Herr Jesus hat gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wir sind der Weltende. Haben wir nicht allen Grund, uns zu freuen? Haben wir nicht Grund, uns zu freuen, denn Jesus wohnt in uns? Einer meiner Lieblingsverse ist Kolosser 1, Vers 27. Dort steht, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich bin nie alleine. Jesus wohnt in mir durch seinen Heiligen Geist. Der Herr Jesus, kurz bevor er in den Himmel gefahren ist, als er sich verabschiedete kurz vor dem letzten Abendmahl, da redet er mit seinen Jüngern und er sagt zu ihnen, in Johannes Kapitel 14
Und er sagt zu ihnen, ich will den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Tröster, Beistand, Helfer geben, der bei euch und in euch bleibt in Ewigkeit, nämlich den Heiligen Geist. Wenn du sein Kind bist, wenn du Jesus gehörst, dann wohnt Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in dir. Du bist nie allein. Vor einigen Tagen schrieb eine liebe Person, ich schätze sie sehr, sie geht durch viele Nöte. Da schrieb sie mir, ich habe einen liebevollen Vater, der mir die Kraft schenkt, alles zu überwinden. Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Und wisst ihr, das Schöne ist, wir haben allen Grund, uns zu freuen, denn wir können beten. Gibt es etwas Schöneres, als dass wir unsere Hände falten können und einfach unsere Sorgen, unsere Nöte, alles, was uns bewegt, dem Herrn Jesus im Gebet zu sagen? Also mir geht es so, je älter dass ich werde, je mehr freue ich mich, dass ich mit meinem Gott, mit meinem Heiler, mit meinem Erlöser alles besprechen darf, was mich bewegt. Ich kann die Freude mit ihm teilen, aber auch das Leid. Ich kann die Sorgen bei ihm abladen, ich kann ihm alles sagen. Und wisst ihr, das Schöne ist, als unsere Familie durch Nöte ging der Krankheit, Chemotherapie und so weiter, da kamen Nachbarn uns besuchen, uns zu trösten, die sind nicht gläubig. Und dann hat jemand gesagt, und es hat mich zutiefst bewegt, hat sie gesagt, wisst ihr, ihr habt es ja gut, denn ihr könnt beten. Die ungläubige Welt stellt fest, dass wir als Christen es gut haben, weil wir beten können. Die Welt um uns herum ist hilflos. Sie ist mit ihrem Latein am Ende. Sie ist ratlos. Und mir scheint, wie wenn der Welt den Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und da sagt diese Nachbarin, aber wisst ihr Christen, ihr habt es gut, ihr könnt beten. Das ist doch ein Geschenk, dass wir alles, wirklich alles dem Herrn Jesus sagen können. Und er hat immer offene Ohren. Wir Christen können beten. Und das Schöne ist, dass wir uns auch immer wieder zum Gebet treffen können. Und der Herr Jesus erwartet darauf, dass wir ihm alles sagen. Im Psalm 62, Vers 9 heißt es, vertraut auf ihn alle Zeit, ihr aus meinem Volk. Ja, schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott, er ist unsere Zuflucht. Wir dürfen beten. Der Betende sagt Ja zu Gottes Wegen. Der Betende erfreut sich über Gottes Heil. Der Betende freut sich über Gottes Werken. Und je mehr der Betende betet und still wird beim lebendigen Gott, da füllt sich beim Beten das Herz mit Dank. Über dem Beten füllt sich seine Seele mit Lob. Und über dem Beten kommt Gottes Heil, die Freude über Gottes Heil in sein Herz. Und es ist so in Nehemia 8, Vers 10, da darf der Betende erfahren, was schon Nehemia wusste. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Wenn wir beten, wird jeder Tag zu einem heiligen Tag. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Je mehr wir das Herrn Jesus, und wisst ihr, beten können wir im Bett, beten können wir beim Autofahren, beten können wir, klar, wenn wir das ganz konzentriert machen müssen, dann nicht, ist logisch. Aber wir können so viel beten. Und wisst ihr, der Herr Jesus hat immer offene Ohren. Wir können uns freuen und wir haben allen Grund, uns zu freuen, denn wir haben einen wunderbaren Gott, der uns jeden Tag neu beschenkt. Manfred Siebald, er hat vor vielen Jahren das Lied gedichtet, freu dich an der Sonne und am Licht und an jedem Strahl, der durch die Wolken bricht. Freu dich bis zum Abend und dann denk daran, dass Gott Freude gibt, die nicht untergehen kann. Hast du dich heute schon gefreut, dass du atmen kannst? Hast du heute schon dich gefreut über den Regen, den Gott gibt, dass wir jetzt in Südamerika waren und einen Sohn besuchten in Bolivien, Santa Cruz? Da war das Land völlig trocken.
Die Bauern haben schon eingesät und die haben auch gebetet, dass es endlich wieder Regen kommt. Und als wir dann losflogen, fing es an zu regnen und da kam ein Mail, oder besser gesagt ein kleiner Film. Sie freuten sich so über den Regen. Haben wir schon Danke gesagt? Hast du schon Danke gesagt, dass du das Plätschern eines Baches hörst? Die Amsel, wenn sie am Morgen und am Abend ihr Lied singt? Freust du dich darüber, wenn der lebendige Gott den Horizont mit seinen Farben bemalt? Über der Ingenieurskunst eines Spinnengewebes? Ich freue mich immer wieder, gerade so im Herbst, wenn sich der Nebel legt und ich dieses Spinnenweben sehe, dann freue ich mich darüber, weil kein Ingenieur in dieser Welt ist fähig, so einen feinen Faden zu spinnen, der so stark ist. Freuen wir uns darüber, wenn wir hören, wie die Blätter, wie sie rauschen. Der Psalmist, der sagt im Psalm 19, Vers 2, die Himmel, sie rühmen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seine Hände Werk. Wir haben darüber noch mehr Grund, uns zu freuen, denn jeder Tag ist ein Tag der Hoffnung. Jeden Tag ist ein Tag der guten Möglichkeiten. Jeder Tag ist ein Tag, wo wir uns begegnen können, aufeinander zugehen, einander in den Arm nehmen, einander vergeben, einander Vergebung zusprechen. Wir haben aber noch mehr Grund, uns zu freuen. Wer hat heute Morgen die Taste gedrückt und es hat nach Kaffee gerochen? Der Kaffee ist fertig. Er ist doch fantastisch. Ich freue mich einfach darüber. Wenn meine Frau einen Kaffee drückt, ich liege nach oben oder so, bin nach oben, der Duft vom Kaffee steigt in die Nase. Wir haben doch Grund, uns zu freuen. Der Duft von frischem Brot, der Geschmack vom Honig auf dem, und so weiter. Gott beschenkt uns jeden Tag mit seiner Fülle. Jeden Tag mit seiner Fürsorge, mit seiner Gnade. Er beschenkt uns mit seiner Nähe. Er möchte uns in der stillen Zeit begegnen. Oft wache ich auf und denke, der Herr Jesus wartet schon, dass ich ihm begegne in seinem Wort. Und der Herr Jesus, er möchte uns immer wieder neu sein Herz öffnen und dass wir unser Herz ihm öffnen und dass er uns begegnen kann in seinem Wort. Und wisst ihr, über was ich mich auch noch ganz, ganz, ganz fest freue? Dass vielleicht heute die Entrückung ist. Ich weiß nicht, wann es sein wird, aber ich erwarte den Herrn Jesus, dass er vielleicht heute kommt. Im 1. Thessalonicher schreibt der Apostel Paulus, den Thessalonicher, die durch viele Nöte gingen, schreibt in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen und ein lauter Befehl wird ertönen. Und auch die Stimme eines Erzfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen aufstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Und so tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit, ermutigt euch mit dieser Gewissheit. Der Herr wird kommen. Es wird ein Befehl ertönen. Und dann werden sich die Gräber öffnen, all derer, die in Christus Jesus gestorben sind. Am Freitag haben wir noch die Rita Oetiker beerdigt. Dann wird sich das Grab öffnen. Letztes Jahr, wie viele haben wir beerdigt? Es werden sich die Gräber öffnen und sie werden auferstehen mit dem Herrlichkeitsleib. Und wir werden dem Herrn entgegengerückt werden und wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Ist das nicht eine Freude? Also für mich ist es eine Freude. Ein riesengroßes Geschenk. Und deswegen, wir haben allen Grund, uns zu freuen. Und dann heißt es, dann werden wir bei dem Herrn sein für immer. Nie mehr weggehen, keine Trennung, keiner mehr in Kanada, keiner mehr in Papua-Neuguinea, keiner mehr in Bolivien, sondern wir sind alle zusammen bei dem Herrn Jesus in der Herrlichkeit. Was wird das sein? Und deswegen, wir haben allen Grund, wirklich allen Grund, Danke zu sagen. Fangen wir noch mal ganz kurz an. Wir haben Grund, Danke zu sagen über die Erlösung. Wir haben Grund, Danke zu sagen, uns zu freuen, weil wir erkauft sind durch das teure Blut des Herrn Jesus. Wir haben Grund, Danke zu sagen, uns zu freuen, weil Jesus in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Wir haben Grund, Danke zu sagen, uns zu freuen, weil der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Wir haben Grund, uns zu freuen und dankbar zu sein,
Weil jeder Tag ist ein Gnadengeschenk, ein Geschenk des Herrn Jesus. Und wir haben Grund, uns zu freuen und Danke zu sagen, weil der Herr Jesus vielleicht heute kommt. Bist du bereit, wenn er heute käme? Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, wir wissen nicht, wann du kommst. Wir wissen aber, dass du kommst. Und die Zeichen der Zeit sind so deutlich, sind so klar, sind so, Herr Jesus, es könnte sein, dass du heute kommst. Aber wir wollen dich jeden Tag erwarten. Und wir wollen jeden Tag froh und dankbar durch den Tag gehen. Im Aufblick zu dir, mit dankbarem Herzen über dem, was du getan hast am Kreuz von Golgatha. Herr Jesus, wir beten dich an. Herr Jesus, wenn wir jetzt auch übergehen zum Abendmahl, ganz bewusst an das denken, was du getan hast, dann gilt dir allein die Ehre, dir allein das Lob, dir allein die Anbetung. Amen.